Hallo zusammen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Iris und ich wohne schon seit 5 Jahren hier auf Mallorca. Und wo wohnt die Zukunft? Wer jetzt den Sprung in die digitale Zukunft nicht wagt, wird es wirklich schwer haben auf dem Weg zu Erfolg. In der digitalen Welt wird sich schon in naher Zukunft die Spreu von Weizen trennen. Und wer hier keinen wertvollen Inhalt, Neudeutsch-Content liefert, wird gnadenlos durch Nichtbeachtung abgestraft. Das wird natürlich die Qualität der digitalen Inhalte enorm verbessern. Denn nur wer hochwertige Inhalte liefert, wird angesehen. Es ist also eine sehr gute Nachricht für diejenigen, die diesen digitalen Zug besteigen und wertvoll für ihre Mitmenschen sein möchten. Dieser Wandel, diese Veränderung bedeutet aber keinesfalls, dass die persönliche und emotionale Welt unwichtiger wird. Ganz im Gegenteil. Meiner Meinung nach können wir viele tolle Sachen mit der neuen digitalen Technologie bewerkstelligen. Aber für uns Menschen wird das wichtig und entscheidende bleiben. Mögen wir uns, vertrauen wir uns, achten und schätzen wir uns, sind wir uns sympathisch und finden wir sinnvoll, was wir tun und berührt es uns emotional. Es geht also nicht um entweder oder. Es geht um die Kombination, um sowohl als auch. Wenn du Lust hast, mehr über diese jetzt nicht ganz einfache, aber dafür eine neue und spannende Herausforderung zu erfahren und darüber auch, was das alles mit dir zu tun haben könnte, dann klicke unter diesem Video, natürlich ganz unverbindlich, auf Ja, das will ich. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Bis bald. Liebe Grüße aus Mallorca.